In der letzten Folge haben wir eine ganze Reihe an Ausdrücken kennengelernt, die unsere Möglichkeiten an Korpusabfragen enorm flexibel machen. Die wirkliche Macht dieser Ausdrücke werden wir vor allem in späteren Folgen sehen, wenn wir zunehmend schematische sprachliche Muster in Korpora suchen, in denen in einigen Slots vielleicht nur eine Wortklasse definiert ist. Diese sogenannten regulären Ausdrücke müssen Sie auch nicht alle komplett verinnerlichen. Das kommt bei einigen Operatoren mit der Übung und dann auch von ganz alleine. Am Anfang ist es natürlich sehr viel auf einmal und deshalb ist das Cheat Sheet besonders nützlich, auf dem die wichtigsten Ausdrücke zusammengefasst sind. Von dieser Liste lernen wir in dieser Folge ein paar weitere Operatoren kennen und sehen, wozu man sie einsetzen kann. Denn jetzt wollen wir uns anschauen, wie man Ketten aus mehreren Wörtern suchen kann. Dazu muss man wissen, dass in der Korpuslinguistik, also rein technisch gesehen, ein Wort als orthografisches Wort definiert ist. Ein Wort, oder anders gesagt ein Token, ist für uns im technischen Sinn alles, was zwischen zwei Leerzeichen steht. Das ist übrigens unabhängig davon, ob man das linguistisch aus theoretischer oder konzeptueller Perspektive als Wort definieren würde. Ein Beispiel, das Kompositum Mulled Wine, könnte man ja als eine semantische Einheit, also als ein Wort, betrachten. Es wird in der Regel aber als zwei orthografische Wörter geschrieben und ist deshalb korpuslinguistisch auch als zwei Tokens definiert und muss dementsprechend auch als zwei Tokens abgefragt werden. Orthographie ist also etwas, was man immer mit in die Überlegung einbeziehen muss, bevor man eine Abfrage formuliert. Und das nicht nur bei orthografischer Variation wie Z- oder S-Schreibung bei Eiswörtern. Ein etwas komplexeres Beispiel hier wäre Girlfriend, das ja sogar in drei orthografischen Varianten auftauchen könnte. Wie sucht man also nach Mulled Wine? Eine Möglichkeit könnte natürlich sein, dass man das zwischen die Anführungszeichen setzt. Das liefert aber kein Ergebnis. Das kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder gibt es in den Daten des britischen Englisch aus den 1990ern keinen Beleg für Glühwein oder unsere Abfrage ist technisch nicht korrekt. Prüfen wir das also mit Girlfriend, wo es schon durchaus plausibler erscheint, ein Ergebnis zu finden. Aber auch das liefert keinen Treffer, was natürlich auch daran liegen könnte, dass diese Schreibweise zu selten ist. Aber selbst für eine hochfrequente Wortkette wie off the gibt es keinen Treffer und spätestens an dieser Stelle sollte klar sein, dass das offenbar technisch nicht die Strategie ist, die uns zum Ziel führt. Denken wir also andersrum und erinnern uns, dass zwischen den Anführungszeichen immer einzelne Tokens stehen, also das, was man technisch als Token definiert hat, nämlich alles zwischen Leerzeichen. Also handelt es sich bei Mulled Wine, Girlfriend und Of The, also so geschrieben, eben auch um zwei Token. Wenn man also ein einzelnes Token in Anführungszeichen setzt, dann muss das andere Token natürlich auch zwischen Anführungszeichen stehen. Und offenbar in seinen eigenen Anführungszeichen. Wenn wir das also für off und the machen, dann bekommen wir auch sehr viele Ergebnisse. Wir wissen an dieser Stelle also, dass unsere Abfrage vorhin technisch nicht richtig war. Wir sehen übrigens auch, dass alle Belege in Kleinbuchstaben geschrieben sind. Also wenn wir alle Belege haben möchten, brauchen wir natürlich auch den Operator, der Groß- und Kleinschreibung ignoriert. Und dieser muss hinter jedes einzelne Token gesetzt werden. Es kann also nicht für die ganze Abfrage definiert werden, sondern Prozent C bezieht sich immer auf den direkt vor ihm stehenden Ausdruck, also auf ein Token. Wenn wir jetzt also nach Girl und Friend suchen, finden wir kein Ergebnis, auch nicht, wenn wir Groß- und Kleinschreibung ignorieren. Wir können also davon ausgehen, dass es diese Schreibweise im BNC Baby nicht gibt. Und Mulled Wine, geben wir es ein, Mulled Wine. Hier finden wir immerhin ein Ergebnis in nur Kleinbuchstaben und ein weiteres in Großbuchstaben. Um mehr als ein Wort zu finden, denken wir also daran, dass ein Wort in der Korpuslinguistik technisch in der Regel orthografisch definiert ist, also das, was wir auch Token nennen. Programme, die Korpustexte technisch aufbereiten, also sogenannte Tokenisierer oder Tokenizer, schneiden übrigens auch Satzzeichen ab, wie Kommas oder Punkte. Das heißt, Interpunktion wird in der Regel auch als eigenes Token gewertet, das sieht man hier an diesem Punkt. Und für CKP heißt das, die CKP-Syntax mit den Anführungszeichen bezieht sich immer auf ein Token. Und will man mehrere Token hintereinander finden, muss man für jedes Token auch diese Notation verwenden.